Der FC Mecklenburg begrüßt alle zur Pressekonferenz nach dem Spiel FC Mecklenburg-Spring gegen Anker Wismar. Wir haben beide Trainer hier, beide werden gleich zu Wort kommen. Ich muss sagen, für mich persönlich, bin ich ganz ehrlich, war es eine eindeutige Sache. Anker hat ein gutes Spiel gemacht. Adio, einmal bitte das Wort. Erstmal guten Abend. Ich sage mal Glückwunsch an meine Mannschaft. Wir haben es dann vorgenommen, dann hier zu gewinnen. Das ist uns gelungen. Dennoch ist Demos angesagt. Also, man hat auch dann mitbekommen, wie das dann hier in Schwerin läuft. Schöne Einlage. Und es ist auch jetzt ein Umbruch angeleitet. Ich habe auch mit der Trainerkollegen gesprochen. Deshalb wollen wir nicht diese Ergebnisse dann überbewerten. Das sind junge, ehrgeizige Mannschaft und ich kann davon mitsingen, wenn man im Umbruch ist. Jedes Jahr erlebe ich das. Das dauert dann seine Zeit, bis alle greift. Also, wir haben aber gesagt, als FC Anker Wismar wollen wir dennoch versuchen, hier Fußball zu spielen. Wir sind auch in einer Phase, in einer Findungsphase. Wir haben dann acht neue Spiele. Klar, und dann sind dabei, darauf dann eine Mannschaft zu formen. Und wir haben heute einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mehr nicht und auch nicht weniger. Für die Spieler und Trainer wollen wir dann alles machen. Vielen Dank. Ja, Nico, bitte einmal deine Sicht der Dinge. Ja, Glückwunsch zum Sieg. Ich denke, wer das Spiel gesehen hat, Anker Wismar war einfach tonangebend. Aber wir hatten auch. Sagen wir so, keine richtige Torchance. Einmal schlafen wir in der Mitte, dann spielen sie es super raus. Ich denke, das war fast ein Lehrvideo zum 1-0. Aber es war wieder unser eigenes Verschulden, weil wir halt die Räume nicht, was wir angesprochen hatten, nicht zugemacht haben. Und 2-0 doppeln wir auf der Seite und haben eigentlich den Gegner und er kommt trotzdem durch. Und das sind halt so individuelle Fehler, wo du dann zur Halbzeit 2-0 zurückliegst und das ist Woche für Woche so. Aber was soll ich jetzt sagen? Ich mache den Jungs keinen Vorwurf, die kamen aus der Halbzeit raus. Haben alles nochmal probiert, dass Anker Wismar dann natürlich Torchancen noch hat, mit ihrer Qualität nach vorne. Und die dann auch nutzt, ist natürlich ärgerlich, aber vom Ergebnis her geht das doch in Ordnung. Aber wir waren zweite Halbzeit, denke ich, am Drücker, wo Tino frei auf dem Torwart zuläuft und da steht es 2-0. Wenn man ein bisschen mit Glück hat oder steht es 2-1, dann kann man nochmal ein Spiel zurückkommen. Aber natürlich nach Ende, am Ende hin, versuchst du nochmal und Anker Wismar kontert. Und ich denke, das Ergebnis geht dann auch so in Ordnung, ja. Ja, vielen Dank für die offenen und ehrlichen Worte. Gibt es aus dem Publikum Fragen an beide Trainer? Ja, gerne. Eine Frage an Enrico Neitzel. Wir haben ja nächste Woche hier das nächste Heimspiel. Wird ja nicht einfacher, Michael ist auch gut gestartet. Wie richtest du denn die Jungs jetzt wieder auf? Tja, indem ich vorweglaufe. Das hört sich an, aber was soll ich sagen? Aber Laumi hat sich verletzt, Tino ist angeschlagen. Ich habe gefühlt noch 12 Mann, wenn ich mal die Tore wieder rausrechne. Dann könnt ihr selbst sehen, wenn ich jetzt hier anfange zu heulen, werde ich aber nicht tun, weil ich werde vorweglaufen. Und wenn sie wieder Fehler machen, dann trage ich sie runter. Solange ich weiß, dass sie es immer wieder versuchen, machen wir als Trainerteam nichts falsch und ich werde sie immer wieder aufrichten. Und wenn das halt sein soll, dass hier irgendwas anderes passieren muss, dann ist es so. Aber ihr könnt mir glauben, ich marschiere weg, weil das ist ein Stück Heimat hier für mich. Ja? Und ich denke, wir werden es irgendwie umstoßen. Irgendwann kommt die Zeit. Ja, aber klar, hört sich ja schwer an. Hab Geduld, weil die Jungs wollen ja selber. Und ihr wisst selber, wenn man im Keller steht, wie schwer das ist. Aber ich werde weitermachen oder wir als Trainerteam werden weitermachen. Und die Jungs werden wieder aufstehen, wieder rauskommen. Und wenn sie Fehler machen, werden wir es wieder tun. Immer wieder. Bis wir den Bock umgestoßen haben. Ja? Und wenn wir als Verein nachrücken, dass vielleicht A-Jugendliche hoch müssen, ja? Zu gucken, dass wir denen eine Chance geben, vielleicht beweisen die sich auch nochmal. Wir werden sehen. Ja, dann würde ich sagen, als FC Mecklenburg würde ich mich natürlich freuen, wenn alle so zahlreich kommende Woche wiederkommen. Wird ein, denke ich mal, ein schweres Spiel werden, aber ich glaube, unsere Chancen stehen ja nicht so schlecht, meine ich zumindest. Also, der FC Mecklenburg sagt danke für das Erscheinen. Wir freuen uns auf nächste Woche, auf ein Spiel hier wieder vor, sage ich mal, vielen Zuschauern, vor Flutlicht. Mehr kann man, glaube ich, als Fußballfreund gar nicht erwarten. Und euch allen noch einen schönen Abend und gutes Nachhause. Danke.